Mit einem Langstreckenflugzeug auf Kurzstrecke unterwegs sein, das ist innerhalb Deutschlands wirklich was Besonderes, aber es kommt immer mal wieder vor. Ich bin im Airbus A350 der Lufthansa von Hamburg nach München geflogen. Warum es diesen Flug gibt und was es darüber zu wissen gibt, erzähle ich euch. Viel Spaß damit! Dass Lufthansa einige wenige Flüge zwischen Hamburg und München im Frühling und im Sommer mit dem Airbus A350 durchführen wird, war schon einige Wochen im Voraus bekannt. Die Maschinen wurden ganz normal in den Flugplan eingepflegt und waren dementsprechend auch so im Internet bei Lufthansa auf der Strecke hinterlegt. Da die ersten Daten für die Flüge Anfang April ganz grob in der Nähe des geplanten Überführungsfluges des allerersten Allegris A350, des allerersten Lufthansa A350 mit neuer Kabinenausstattung lagen, wurde gemunkelt, dass es sich hierbei womöglich um die ersten Flüge eben dieser Maschine handeln könnte. Anfang April war zu dem Thema öffentlich aber sowieso einiges noch nicht so richtig bekannt. Die ersten Ziele der Allegris A350 waren klar Vancouver und Toronto. Irgendwann im Mai, dass es auch wirklich ein A350 werden wird, das war auch klar. Ein Tag für den Erstflug, also ein wirkliches Datum, ein wirkliches Startdatum für Allegris gab es zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht. Und dass es da nach hinten raus zeitlich alles nochmal ganz schön spannend wird, das ist auch prinzipiell erstmal nichts Ungewöhnliches. Bevor ein neues Flugzeug an einen Kunden übergeben wird, finden bei Airbus noch eine ganze Menge wichtige Termine statt. Zum Beispiel der Customer Acceptance Flight. Da testen die technischen Piloten der Lufthansa A350-Flotte zusammen mit weiteren Kollegen in der Kabine das neue Flugzeug einmal komplett von oben bis unten durch. Dass sich dabei kleinere Beanstandungen, also kleinere Fehler, vor allem auch in der neuen Kabine finden lassen, das ist vollkommen normal. Lufthansa übernimmt die Maschine aber erst dann, wenn sie wirklich perfekt ist. Und das kann dann auch ganz gerne noch mal ein paar Tage dauern, wodurch sich dann wiederum die noch nötigen Arbeiten in München natürlich verzögern. Das heißt, der Erstflug, der verzögert sich dann und das geht dann immer so weiter. Da erscheint es ja auf den ersten Blick nur logisch, dass Lufthansa diesen besonderen A350, diesen einen wirklich besonderen A350, auf den die nächsten Tage und Wochen alle Augen gerichtet sein werden, auf so ein paar unspektakulären innerdeutschen Flügen noch mal durchtestet. Könnte man meinen. Zumindest in der deutschen Vielflieger-Szene, wenn man das so sagen kann, hielt sich dieses Gerücht recht lange. Allein schon, weil es ja sinnvoll wäre, die Kabinenbesatzung auf dem neuen Flugzeug mit der neuen Kabinenausstattung zu trainieren. Und weil es ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches ist, dass Fluggesellschaften ihre ganz neuen Flugzeuge erst einmal auf kurze Verbindung schicken, bevor sie dann zum ersten Mal dann auch mit großem Medienaufgebot auf Langstrecke gehen. So richtig überzeugend fand ich diese ganze Argumentation eigentlich von Anfang an nicht, denn Fluggesellschaften schicken ihre Flugzeuge eigentlich eben nicht auf Strecke, um die Kabinenbesatzung an einer neuen Ausstattung und mit neuen Serviceabläufen zu trainieren. Dafür gibt es, sagen wir mal, ausreichend Optionen am Boden. Entscheidend können diese Flüge stattdessen für das zügige Training von Cockpitbesatzungen sein. Gar nicht, weil das eine wichtiger ist als das andere oder so, darum geht es an der Stelle gar nicht. Es geht einfach nur darum, das eine ist vorgeschrieben und das andere eben nicht. Aber auch das Argument verläuft irgendwie so ein bisschen im Nichts. Schließlich ist der A350 ja gar kein neues Flugzeug für Lufthansa. Das Ding fliegen die seit 7 Jahren und die Flotte besteht mittlerweile aus mehr als 20 Flugzeugen. Bevor wir den wirklichen Grund für diesen besonderen Flug klären können, fliegen wir erstmal los. Ich habe mir also einen Flug Anfang April rausgesucht. Das passte mir eigentlich ganz gut in den Kram, weil ich an diesem Tag sowieso von Frankfurt oder München aus in die USA fliegen wollte und somit halt eben eh zu einem der beiden Flughäfen musste. Online konnte man bereits vor dem Flug erkennen, dass es sich bei dieser Maschine jetzt um eine 121-Bestuhlung in der Business Class handeln wird. Das kann dann also kein klassischer Lufthansa A350 sein. Bei der Anzahl der Sitzreihen konnte es nur eine der ehemaligen Philippine Airlines Maschinen sein, die eine deutlich aufgewertete Business Class im Vergleich zu den klassischen Lufthansa A350 haben. Erst auf Flightradar, als ich dann da in Hamburg saß, habe ich dann gesehen, okay, es kommt doch ein klassischer Lufthansa A350. Also in der App nochmal schnell den Sitzplatz angepasst. Das war dann jetzt auch hier ganz gut zu erkennen. Es wird die typische 222-Bestuhlung. Trotzdem war es selbstverständlich was Besonderes, vor allem für den Hamburger Flughafen. Und das fand ich sehr interessant. Die kommen sonst nie mit einem Lufthansa A350 in Kontakt. Und in der Lufthansa Lounge wurde deswegen tatsächlich sogar eine extra Ansage kurz vor der Landung des Fliegers gemacht. And of course to enjoy the rare moment of seeing a Lufthansa Longhaul aircraft in Hamburg. Und es wurde Sekt zum Anstoßen verteilt. Sehr spannend. Naja, beim Boarding gab es sogar noch eine extra Schokolade für diesen Flug, extra dafür gemacht. Das fand ich wiederum ganz cool. Schönes Erinnerungsstück. Spätestens da hat man ganz grob 3/4 der Leute angemerkt, dass sie bis hierhin gar nicht gemerkt haben, warum auch, dass irgendwas anders ist als sonst.
jetzt dann aber logischerweise positiv überrascht waren. Allein schon, weil die Maschine natürlich nicht ausgebucht war. Ist kein Wunder, statt der sonst üblichen 205 Sitzplätze, die man im Lufthansa A321 hat, der auf dieser Verbindung eigentlich eingesetzt wird, konnte man sich ja jetzt auf 293 Sitze verteilen. An Bord ist dann eigentlich alles so, wie man das von der Lufthansa-Kurzstrecke kennt. Am Platz liegt nichts, dadurch sehen diese Business-Sitze etwas leerer aus als sonst. Interessanterweise waren nicht mal diese weißen Lappen an den Kopfstützen dran, die normalerweise da zu finden sind. Es gab kein Willkommensgetränk oder Nüsse oder irgendwas, es ging einfach zügig los. Was beim A350 dann natürlich sehr cool ist, auf dem Bildschirm, der im A350 übrigens minimal größer ist als in den anderen klassisch ausgestatteten Flugzeugen der Lufthansa, kann man alles, was draußen passiert, über die Kameras ganz einfach mitverfolgen. Wir machen dann also Pushback in Hamburg, die Triebwerke werden gestartet und wir rollen zur Piste 2-3 und starten in Richtung München. Jetzt ist die offensichtliche Frage, wie kommt man an diese Flüge ran, ohne dass es einfach nur Zufall ist. Ganz einfach, man kauft ein Business-Class-Ticket für einen solchen Flug bei Lufthansa. Da die aber teilweise wirklich unverschämt teuer sind, kann ich euch den Weg über Meilen empfehlen. Ich habe für diesen Flug etwa 15.000 meiner Payback-Punkte, die gab es allein dafür, dass ich meinen Stromtarif gewechselt habe, in Miles and More Meilen umgewandelt. Dann kostet der Flug, so wie jeder andere auf dieser Strecke, 20.000 Meilen plus ein paar Gebühren und man kann es sich erlauben, den Flug ganz einfach nach dem Flugzeugtypen auszusuchen. Und das sind die Flüge, die ich am liebsten mache, ohne das Reisebudget zu sprengen. Apropos Reisebudget, um beim Thema Geld den Überblick zu behalten, nutze ich Finanzguru. Die App kennt ihr vielleicht schon, ihr könnt hier all eure Konten, egal ob Girokonto, Depot, Kreditkarte, alles mögliche, an einem Ort miteinander verbinden. Finanzguru verknüpft das alles für euch, kategorisiert dann schön übersichtlich all eure Einnahmen und Ausgaben, damit ihr ganz genau wisst, wofür ihr eigentlich wie viel Geld ausgebt. Das ist schon mal der erste Schritt. Und Finanzguru sortiert auch eure Verträge und Abos. Und falls ihr da dann Ausgaben findet für irgendwelche Streaming-Anbieter oder sowas, die ihr eigentlich gar nicht mehr braucht, könnt ihr den Vertrag über die App recht sicher kündigen, sodass ihr hier ziemlich sicher noch was sparen könnt, was dann wiederum in eurem Reisebudget landen könnte. So kann euch Finanzguru dabei helfen, dass ihr vielleicht noch in diesem Jahr deutlich näher an eure Wunschreise rankommt oder vielleicht euren ersten Flug in der Business Class machen könnt. Das Beste daran, Finanzguru ist in der Basisversion dauerhaft kostenlos. Mit Finanzguru Plus bekommt ihr für 2,99 im Monat aber noch einen Haufen weiterer nützlicher Funktionen, mit denen ihr eure Finanzen dann perfekt managen könnt. Wenn das spannend für euch ist, probiert es doch gerne mal über den Link ganz oben in der Videobeschreibung einfach aus. Da bekommt ihr als Neukunden mit dem Code AERO Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenlos zum Testen, statt der sonst üblichen 7 Tage. Einfach Finanzguru runterladen, euer Konto verknüpfen und über euer Profil Finanzguru Plus freischalten. Viel Spaß beim Ausprobieren, danke an Finanzguru und denkt dran, solche Kooperationen sind immer eine tolle Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen, von der wir alle was haben. So, kurz nachdem die Maschine über 10.000 Fuß ist, beginnt der Service. Der ist recht unspektakulär. Einziger Vorteil, man hat einen etwas größeren und stabileren Tisch. Dann gibt es einfach dieses fertige Lufthansa Tasting Heimat-Tablett mit einem kalten, leckeren Mittagssnack inklusive Brötchen und Dessert. Und es gibt natürlich eine Runde Getränke. Danach wird ratzfatz wieder abgeräumt, einmal nachgeschenkt und es gibt noch eine Praline. Und damit ist alles zum Service auf diesem knapp einstündigen Flug erzählt. Und es geht in den Sinkflug Richtung München. An der Stelle sei schon mal vorweggenommen, ja, wenn man noch nie in der Business Class geflogen ist, dann ist das hier vielleicht mal eine ganz coole Möglichkeit, um so ein Flugzeug mal auszutesten. Aber zu einer Business Class gehört ja vor allem der Service. Deswegen würde ich hier nicht nur die Payback-Punkte durch einen gewechselten Stromtarif einsetzen, sondern vielleicht auch noch ein Zeitschriftenabo dazu abschließen und dann kann man auch richtig Business Class fliegen auf Langstrecke und dann hat man definitiv ein bisschen mehr davon. Nur mal so als Tipp, also wenn es um das Erlebnis Business Class gehen soll, dann ist die Strecke von Hamburg nach München vielleicht nicht die richtige. Theoretisch könnte man es sich jetzt noch ungefähr 10 Minuten gemütlich machen und den Sitz so einstellen, wie man es möchte. Man hat auf diesem Flug natürlich auch Zugriff auf das In-Flight-Entertainment-System mit allen Filmen und Serien, die es auch auf jedem Langstreckenflug bei Lufthansa gibt. Aber man hat halt einfach nicht so viel Zeit. Also kurz nach Einleiten des Sinkfluges, gute 20 Minuten vor der Landung, wird man ja sowieso wieder darum gebeten, den Sitz wieder in eine aufrechte Position zu stellen und sich für die Landung vorzubereiten. Bis zur Landung selbst, übrigens an der Stelle mal ganz kurz, ist euch aufgefallen, wenn ihr mein Allegris-Video im neuen Lufthansa A350 gesehen habt, dass in diesen alten Lufthansa A350 die Kamerabilder komischerweise nicht ruckeln.
Also irgendwas wurde da geändert. Das ist in den neuen Fliegern anscheinend nicht besser geworden. Also bis zur Landung selbst klären wir jetzt endlich noch den Grund für diesen etwas komischen Flug. Und der Grund dafür liegt etwas tiefer in der Flottenstrategie der Lufthansa und in der ganz allgemeinen Komplexität des Pilotentrainings. Nehmen wir einfach mal an, Lufthansa möchte einen neuen Piloten von der Flugschule einstellen. Das passiert aktuell durchaus wieder. Damit die Flugschülerin oder der Flugschüler einen Platz auf einem A320 bei Lufthansa bekommt, muss von diesem A320, Achtung, jetzt wird es kompliziert, aber das ist alles richtig so und auch die einzig faire Variante, das zu tun. Also, damit ein Platz auf einem A320 frei wird, muss von diesem A320 erstmal jemand als Co-Pilot auf die Langstrecke, zum Beispiel auf den A350 geschult werden. Damit dort überhaupt Platz ist, auf dem rechten Sitz, muss allerdings erstmal ein Langstrecken-Co-Pilot zum Senior First Officer gemacht werden und wiederum ein Senior First Officer zum Kapitän auf der Kurzstrecke auf dem A320. Damit da ein Platz frei wird, muss aber ein A320-Kapitän zum Beispiel auf den A340 auf Langstrecke wechseln. Und damit da ein Platz frei ist, ihr könnt es euch denken, muss von dort aus irgendjemand in die Rente oder Übergangsversorgung gegangen sein. Der ganz normale Lauf der Dinge, könnte man meinen. Aber das zeigt wirklich nur ganz einfach runtergebrochen das, was da die ganze Zeit stattfindet. Jeder einzelne Schritt ist mit sehr, sehr viel Training verbunden. Und allein durch die Komplexität der Lufthansa-Flotte, die fliegen ja nun wirklich so gut wie jedes Flugzeug, das es gibt, entstehen an ganz schön vielen Stellen ganz schön viel Trainingsbedarf. Die Lieferschwierigkeiten der Hersteller machen es da sicherlich nicht einfacher und sorgen so, vor allem jetzt kurz nach Corona, dafür, dass die Lufthansa-Gruppe im Pilotentraining so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, wie vermutlich schon lange nicht mehr. Auf der einen Seite herrschen Beräderungsengpässe, auf der 747 zum Beispiel. Auf der anderen Seite fliegen 787-Piloten bei Lufthansa ständig von München nach Frankfurt und zurück, damit sie überhaupt irgendwas zu fliegen haben und so ständig einsatzbereit bleiben. Da ist die Trainingsplanung der Lufthansa froh, wenn sie sich mit ein paar Tricks irgendwie so ein bisschen Flexibilität erkaufen kann. Für das sogenannte Line Training, also das Training der Piloten im laufenden Betrieb, ist dabei die Anzahl einzelner Flüge entscheidend, also die Anzahl einzelner Legs. Zwischen einer morgens in München gelandeten Langstrecke und der nachmittags wieder rausgehenden Langstrecke passt da für so einen A350 ganz hervorragend noch eine Rotation nach Hamburg mit rein. Und das ist das, was wir hier gerade machen. Es werden zwei einzelne Flüge und damit eben durchaus ein beachtlicher Teil des Line-Trainings innerhalb weniger Stunden geschafft, für die man den Azubi und seinen Ausbilder auf diesem Flugzeugtypen im Streckennetz der Lufthansa eigentlich um die halbe Welt hätte schicken müssen. Wenn man es aber so macht wie hier, kommt man sehr schnell mit dem Training voran. Das heißt, der auszubildende Pilot wird schnell mit seinem Line-Training fertig und kann schnell als vollwertiger Pilot auf Strecke gehen. Die beiden, wenn sie noch Ausbildung fliegen müssen, können morgen theoretisch direkt wieder los, weil sie keine lange Ruhezeit nach diesem Umlauf haben, werden schnell mit dem Training fertig, können so schnell wieder für weitere Flüge bereit sein und so weiter. Deswegen fliegt Austrian Airlines mit der neuen 787 zwischen Frankfurt und Wien hin und her. Deswegen fliegt Lufthansa hin und wieder mal mit der 747 nach Palma. Deswegen hatte Condor eine Zeit lang ganze 4 A330-200 im Einsatz, um ihre hauptsächlich aus Boeing-Piloten bestehende Belegschaft auf den Airbus zu schulen. Ebenfalls viel nach Mallorca und so weiter, viele kurze Strecken. Und wenn es mal ganz dringend ist, dann fliegt so ein Lufthansa A380 wie damals auch mal durch halb Deutschland, Österreich und die Schweiz, macht eine sogenannte Valley Rally, um möglichst viele Starts und Landungen zu bekommen und möglichst viele Piloten auf diesem Flieger innerhalb kürzester Zeit auszubilden. Deswegen sind und bleiben diese Flüge eine absolute Ausnahme. Aber wenn sie mal gemacht werden, so wie hier im Lufthansa A350 durch Deutschland, dann sind sie eine nette Abwechslung für uns Passagiere und bringen ein bisschen Farbe in die sonst recht eintönige innerdeutsche Luftfahrt. Und sie zeigen uns, wie komplex die Strukturen im Hintergrund sein können. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Checkt gerne Finanzguru ab. Vielen Dank für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.